Unter dem Arbeitstitel Gemeinsam wachsen ist die Bayern-SPD heute in ihre dreitägige Arbeitsklausur in München gestartet. Ganz oben auf der Agenda ein sozialeres Bayern. Wir brauchen dringend in den Ballungszentren wie hier in München mehr Wohnraum. Markus Söder hat es immer wieder versprochen, mehr Wohnungen zu bauen. Er hat bei weitem sein Ziel nicht erreicht. Ich weiß natürlich, dass momentan die Baubranche unter den hohen Zinsen sehr belastet ist. Hier ist Gott sei Dank so eine Wende in Sicht. Nach dem Rücktritt des ehemaligen Vorsitzenden Florian von Brunn im Juli hat heute Holger Grieshammer zum ersten Mal die Klausur als Fraktionsvorsitzender eröffnet.